Take-Two hat am 21. September das nächste Quartalsbericht angekündigt. Im letzten Quartalsbericht haben wir von Take-Two die Information erhalten, dass sie für das Geschäftsjahr 2025 Rekordumsätze erwarten. Das deutet natürlich darauf hin, dass wir in dieser Zeit GTA 6 sehen werden, denn kein Spiel der Welt wird Rekordumsätze erzielen bei Take-Two, außer Rockstar Games mit einem GTA 6. Und am 21. September ist das nächste Quartalsbericht. Es bleibt spannend, ob wir der Information zu GTA 6 bekommen werden. Es könnte passieren, dass Rockstar Games kurz vorher oder nachher etwas dazu droppt. Es bleibt spannend, ich werde euch definitiv auf dem Laufenden halten. Deine Meinung in die Kommentare, mehr Infos auf meinem Kanal.